Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit der nächsten Folge unserer Buccaneers-Franchise. Greenscreen ist wieder am Start, beziehungsweise Green Blanket. Ich vergesse immer das Wort für Decke. Ist ja auch egal. Positive Rückmeldung zum Greenscreen. Außer, dass die Facecam ein bisschen zu groß ist. Ich versuche die diesmal ein bisschen kleiner zu machen. Und da mal gucken, ob es besser ist, ob es euch mehr gefällt. So, damit haben wir das aus dem Weg. Wir spielen heute gegen die Chiefs. Die Chiefs stehen bekanntlich 1 und 2. Wir sind 3-0, bisher noch ungeschlagen. Läuft sehr, sehr gut. Erste, was ich gehört habe, war, ich soll doch bitte doch die Preise verändern von den ganzen Lebensmitteln, weil ich das letztes Mal doch irgendwie gemacht habe. Jemand meinte noch, damit du günstiger bist als andere Fastfood-Ketten oder sowas. Das gar nicht mal unbedingt. Ich glaube, ich mache es immer ganz gerne so, dass ich gesunde Sachen oder gesündere Sachen günstiger mache. Das heißt hier Hot Dogs, Fries, Potato Chips, alles. Obwohl Hot Dogs können wir ein bisschen günstiger machen, einfach weil es ein Stadion-Ding ist, braucht man. Peanuts zum Beispiel, günstig, warum nicht? Popcorn, Soda, Wir gucken mal, Hamburger, Kaffee beschwert sich rechts einer, dann machen wir den. Cotton Candy hat sich auch einer beschwert, aber das lassen wir mal teuer. Das ist, ich weiß, es ist für Kinder und sowas, aber es macht halt auch die Zähne kaputt von den Kindern. Hamburgers. Okay, Hamburger sind auch zu teuer, boom, machen wir eins billiger. Hamburger sind geil. Ice Cream, no, Brezel, oh ja, Brezeln sind der Shit. Brezeln kommen runter auf 3. Let's go, Chicken, oh, Huhn immer gut. Onion Rings lassen wir, Chicken Salad, bumm. Fish Sandwich, bumm. Was? Orangsicle Milkshake? Keine Ahnung, was das ist. Cannonball Snow Cone lassen wir alles. 4 Sterne haben wir nicht, müssen wir uns keinen Kopf mehr drum machen. Merchandise, weniger. Team Revenue, aber das ist ja, weil wir so viel ausgegeben haben. Player Bonus ist 18 und sowas. Das war jetzt keine normale Woche. Wir haben halt auch extrem viel rumgedoktert am Stadion und haben das wieder hochgebracht. Haben sehr, 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 sehr viel Geld ins Stadion gesteckt. Gucken wir uns Weekly Awards an. Jameis Winston ist drin. 10 von 11 für 240 Passing Yards, 5 Passing Touchdowns, dazu noch der Rushing Touchdowns. Wenn du 6 Touchdowns hast, 10 von 11 bist im Passing, dazu noch 42 Rushing Yards, das ist schon echt eine ziemlich perfekte Performance. Das ist sehr, sehr geil. Quarterbacks waren bisher in den meisten Franchises, die wir hatten, nie wirklich unsere Stärke. Aber mal ganz abgesehen vom ersten Spiel war Jameis Winston echt gut. Wir scouten heute, glaube ich, mal in Richtung Tackle. Einfach nur um so. Moment mal. Das ist doch schon mal das Erste, was ein bisschen ärgerlich ist. Den Kollegen haben wir doch schon im Team. Den haben wir letztes Jahr schon gedraftet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Den muss ich eventuell rausnehmen. Oder zur Not haben wir 2 davon in der Liga. Mal gucken. Also, ja, Wilson. Also es scheinen gute Tackles da zu sein, beziehungsweise wissen wir halt auch immer nicht, das ist ein bisschen ein Problem, wenn du eine Draft-Class nimmst von einem Kerl für das eine Jahr und dann von einem anderen Kerl fürs nächste Jahr, wie gut die bewertet sind immer. So, Levante David wollte mehr Jahre und mehr Bonus. 3 Jahre, okay, also die 2 Jahre will er scheinbar wirklich nicht, aber du bist halt schon 30 Jahre alt, ne, obwohl. 33er Linebacker. Kann man damit noch was machen, beziehungsweise soll der noch so viel Geld jährlich verdienen? Will ich 10 Millionen für einen 33-jährigen Linebacker bezahlen, wenn ich dahinter Devin White habe? Ich weiß ja nicht. Andererseits ist Levante David eine absolute Buccaneers-Legende, deswegen müssen wir das schon, müssen wir das respektieren. 33 für 3 Jahre, come on. Boom, okay, Levante David verlängert, das ist geil. Nächster, um den wir uns kümmern müssen, ist O.J. Howard. Kenneth Beckwith, auch relativ wichtig. Justin Evans, da fängt es dann schon an. Bisschen unwichtiger zu sein. Ja, können wir gucken. Ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass wir die ganzen Stars alle verlängern müssen dieses Jahr. Wir haben ein paar Upgrades, oder? Oh ja, Carlton Davis geht hoch, genau. Wir haben sein, steht das hier? Ja, Szenario, Development Trade Increase, Star Development, weil wir es ja letzte Woche geschafft haben. Und er kommt direkt auf 80. Let's go. Das ist doch schon mal sehr geil. Defensiv die ganzen zu kriegen, diese Development-Dinger, das finde ich immer geil. Xavier McKinney geht hoch auf. Ah, bleibt auf 75 insgesamt, schade. Ich dachte, vielleicht kommt er hoch, obwohl ich nur Run-Support upgrade. Oh, das ist wirklich traurig. Plus 1 Tackle, plus 1 Man-Coverage, plus 2 Play-Recognition, das ist mies. Da hätte ich gerne mehr gehabt, aber naja. Unser Deep Threat, Rashad Perryman. Deep Route ist gut, das ist wichtig. Bradley Pinion, Power! Manchmal upgrade man Power, kriegt nur Accuracy, das ist total dumm. Oder Awareness, danke. Das hat ihn jetzt bestimmt mehr Power voll gemacht. Power Rusher, wie alt bist du, Keule? 27, ne, den kriege ich nicht mehr auf Scheme. Dann gebe ich ihm einfach sein Overall, falls er unser Team verlässt, dass er danach ein anderes, neues, gutes findet und so weiter. Passt schon. Nice, dann haben wir das durch.
Damit haben wir jetzt hier nicht mehr wirklich was zu tun. Wir gucken uns nochmal unsere Division an. Saints sind uns auf den Fersen. Wir spielen nach der Bye Week direkt gegen die Panthers, dann direkt das zweite gegen die Falcons und dann gegen die Saints. Wir haben ja alle unsere Division-Matchups so früh in die Saison geklatscht. Das ist ja unglaublich. Wir müssen mal kurz gucken, oder ich möchte mal kurz gucken, gegen wen wir in Woche 17 spielen. Ob das auch jemand aus der Division ist oder nicht. Nee, Chargers, Raiders, Rams, Bears, Saints. Unser letztes Division-Matchup ist Woche 13 schon. Okay, das ist natürlich, nimmt ein bisschen die Spannung raus dann zum Ende hin. Oder würde es in echt? Aber mal gucken, vielleicht können wir dann um Woche 13 rum schon die Playoffs klar machen. Das wäre natürlich auch geil. Auf jeden Fall gucken wir nicht zu weit nach vorne, sondern konzentrieren uns jetzt auf die Chiefs. Wird eklig genug, wird eine Challenge für unsere junge Secondary. Mal gucken. Auf geht's ins Spiel. Yo, gerade gesehen in den Comparisons, die sie da immer schreiben. Eventuell wird es heute ein dicker Tag für entweder Rojo oder OJ Howard oder beide. Die haben mir Hitchens als Linebacker-Vergleich gezeigt. 74 overall. Das wird nicht reichen. Die können es natürlich ausgleichen mit dem Team drumherum. Da muss ich gucken, dass ich jetzt nicht arrogant werde und sage, jetzt haben wir schon gewonnen. Aber hey, müssen wir gucken. So, ich drehe mich mal ein bisschen mehr zu meinem Bildschirm. Dann bin ich nämlich auch im Greenscreen, guck ein bisschen mehr ins Spiel rein hier. Das wunderschöne Spiel vor mir. Ey, er sah gerade richtig nervös aus. War das OJ Howard? Ich habe die Nummer nicht gesehen. Sah überhaupt nicht aus wie OJ Howard, aber ich meine... Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall sah richtig nervös aus. Oh mein Gott. Ah, die Kamera ist genau vor mir. Wo gucke ich jetzt hin? Wir haben zu viele NFL-Teams mit Rot als primärer Farbe. I don't like it. Obwohl, grün haben wir relativ wenig, wa? Jets. Eagles vielleicht. Packers. Blau haben wir. Titans, Lions, Cowboys. Vielleicht Giants, wenn man das zählt. Und da vergesse ich bestimmt auch noch welche. Und dann gibt es halt noch sowas wie die Pets zum Beispiel. Da weiß ich nicht, ob ich blau oder rot sagen würde oder ob es ein Mittelding ist. Aber vermutlich dunkelblau, wa? Naja. Aber auch hier schon wieder orange, orange unten. Was ein Matchup. Oh, Chargers habe ich noch vergessen, bei Blau, stimmt. So, den hauen wir hier erstmal aus der Endzone raus. Keine Gnade. Oh, wir hauen ihn nicht aus der Endzone raus. Mikko Hardman, bleib hinten. Sehr gut. Oh, auf der anderen Seite, wenn wir 5er halb Gegenwind haben, das wird kritisch. Mikko Hardman den Ball an der 5 zu geben oder sowas. 5 Touchdowns erst nach 3 Spielen. Allerdings auch nur ein Pick. 843 Yards ist auch sehr, sehr stark nach 3 Spielen. Also das heißt sehr, sehr stark, aber fast 300 durchschnittlich. Ich denke, yardmäßig werden wir ungefähr im gleichen Gebiet sein. Vielleicht haben wir sogar ein paar mehr. Okay, die kommen direkt mal raus. 21 Personnel. Kriegen wir auch hin. Was heißt, kriegen wir auch hin? Wir können natürlich nicht mit 21 Personnel rauskommen. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe Edwards auf Kelsey. Guter Start. Guter Start. Und wisst ihr, wer so ein Fehler das war? Also am meisten war natürlich von vielen Leuten der Fehler. Deswegen use ich nicht gerne den Free Safety. Wenn du da einen falschen Winkel nimmst, ist halt niemand hinter dir, der es noch irgendwie ausgleichen kann. Und das Problem war, dass sie mir die Gap in der Mitte so weit aufgemacht haben und mir angezeigt haben, oh, hier, guck mal, die Gap. Und ich habe gedacht, okay, entweder der Running Back läuft da durch oder ich laufe da durch und habe den im Backfield. Dann weiß ich nicht mehr, wieso ich mich umentschieden habe. Entweder die Gap war zu oder der Running Back ist nach außen gegangen. Ich habe gedacht, ich kriege ihn da durch nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich dann nach außen gegangen, war schon viel zu flach. Das war gar nichts. Und ich sag noch, wird eine Challenge für unsere junge Secondary und die fangen erstmal an mit einem Rushing-Touchdown beim ersten Snap. Das läuft doch. Aber 4-4 und ich werden auch keine Freunde mehr. Aber wir haben sogar weniger Yards, natürlich doppelt so viele Touchdowns, aber auch 3 statt nur einer Interception.
So. Okay, wir haben gesagt, es wird eventuell kritisch für die Linebacker. Wir kommen mal direkt raus mit dem Lauf, den ich am liebsten mag aus dem Playbook. Ihr kennt ihn. Guck mal, Konter. Oh nein, ich hätte, da hätte ich vermutlich außen lang rennen müssen. Aber Jalen Reagor hat seinen Bluff direkt verhauen. Schade. Ich glaube, ich wäre trotzdem außen lang gekommen, aber ich habe, na, ist egal. Hier, Austin Jackson, unser Right Tackle. Du bist nochmal im Draft, Keule. Was denn da passiert? So, wir bleiben in der Formation. Ich versuche, Howard durch die Mitte zu kriegen. Aber es könnte ein Four sein. Dann wäre ich ein bisschen im Eimer. Dann müsste ich Perryman nehmen, vermutlich. Bam. Howard über die Mitte, so wie es haben wollte, für 22 Yards. Let's go. Easy Pickup. Easy Pickup. So. Inside Zone ein bisschen mehr heavy. Ansonsten können wir auch versuchen, das zu machen, was wir letztes Jahr gemacht haben, indem wir einfach... Ah, warum nicht? 66, du Eierkorb. Wen hat er gerade geblockt? Er schießt ins zweite Level, lässt dann aber den Linebacker durch und geht Richtung Safety. Was soll ich denn damit anfangen? Ja, die Linebacker sind tot. Die sind ganz tot. Aber die Corner sind auch nicht so sonderlich, ne? Also. Okay, gehen wir mal in Tight und kommen raus mit Bucks Cross. Ich habe Howard wieder über die Mitte, ihr seht. Wenn das ein Cover, wenn das ein Tampa 2 ist, ist das ein Touchdown. Obwohl, so schnell kriege ich den Ball vermutlich nicht geworfen. Ja. Ich hätte vermutlich noch ein bisschen länger warten sollen. Das Problem ist, je länger der Ball fliegt, je länger der Ball in der Luft ist, umso mehr Platz können natürlich auch die Safeties aufholen. Oh nein, James! Hm. Da wäre wieder OJ Howard gewesen für den dritten Pass. Und den Touchdown. Wir haben den gleichen Spielzug. Aber ich habe Rojo im Auge. Okay, 6 Yards. Ist okay, ist okay. Was ich jetzt machen möchte, ist, wir attackieren wieder die Linebacker. Und zwar mit dem Angle Smash. Oh, wieso ist Walton Jr. auf dem Feld? Ah. Oh, er hat ihn. Oh, es hat nicht gereicht für einen Touchdown. Okay, aber da kommen wir rein. Da kommen wir rein. Mit Jameis kann man da direkt erstmal versuchen zu Quarterback sneaken. Die nehmen wir die Ace weg. Das ist natürlich doof. Trotzdem. Oh! Die Animation war wieder so sauber. Da ist jemand unter Jameis Winston gekommen, bei einem Quarterback Sneak. Hat ihn hochgehoben. Jameis Winston hat dabei gefummelt und in der Luft wurde der Ball noch aufgefangen. Das ist natürlich schon mal sehr legendär. Ja, gut geblockt. Super Fullback Kickout Block. Das war ja ein Undrafted Free Agent, wenn ich mich nicht irre. Nice. Rushing Touchdown. Gleicht Rushing Touchdown aus. Und zack, es ist 7-7. Okay. Wir hatten halt noch keinen echten offensiven Drive von denen. Wir wissen noch nicht genau, wie das Ganze dann aussieht und sowas. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht direkt wieder einen schnellen Hit kriegen. Ich glaube, dass unsere Offense definitiv dazu in der Lage ist, hat man ja auch eben gesehen, erstmal die Linebacker von denen auszunutzen und dann in jedem Spiel viele Punkte aufs Board zu packen. Aber muss halt nicht immer ein Shootout sein, ne? Gerade wenn man es verhindern kann. Gun empty base. Das ist ein bisschen kritisch. Gerade wenn rechter Slot vertical geht. Carlton Davis mit einem Tackle direkt. Bisschen viele Yards, aber wir hatten halt keine Hardflats und der muss carryen, das ist komplett in Ordnung. 4 Yards nehme ich, ist okay. Wir wollten tiefere Sachen, waren nicht da. Einverstanden. So, Strong Pro. Die gehen hier ganz schön durch. Und was für ein Personal die durchkommen. McKinney in der Box ist auch immer ganz gut. Oh, ja, beide da gewesen. Devin White war da.
McKinney war da, nix ist. 3-4 Bears, so geil. Unsere Linebacker sind cool. Irgendwer hat mich gefragt, warum ich, Moment mal kurz. Wie heißt der? Ah! Unseren Rookie aus Michigan, den ich aus Versehen gedraftet habe, den ich bei den Bills auch schon hatte. Mann! Habe ich den auf ML? Nee, habe ich nicht. Kelly Hudson, warum ich ihn nicht auf Right Outside Linebacker starten lasse? Ich nehme an, du meinst Left Outside Linebacker, also hier. Das Ding ist, dass ich mit Nelson einen habe, der zur Not auch rushen kann. So bin ich ein bisschen unausrechenbarer, wisst ihr? Ich könnte drüber nachdenken, das Ganze zu machen, aber guck mal allein schon die Größe, 6'7 zu 6, Gewicht 271 zu 220. Mit Nelson habe ich halt wirklich einen, der im Idealfall nicht in Coverage droppen sollte. Ich kann das auch immer in Formation Subs machen, wenn ich ganz motiviert bin. Gucke, wer wo steht und wer an welcher Position am Start ist und sowas, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist vielleicht ein bisschen aufwendig. Aber ich kann versuchen, ihm ein bisschen mehr Spielzeit zu geben. Wir haben kein Tight End. Oh ja, Davis. Stark. Wenn er den pickt, ist natürlich noch stärker. Aber er wehrt ihn ab beim dritten Down. Reicht mir, wir kriegen den Punt. Geil. Geil, geil. Okay, echter Punt. Rager. Lassen wir den bouncen? Nee, den nehmen wir. Warte, den nehmen wir. Ah, hätten wir mal nicht genommen. Ich habe gesagt, nehmen wir. Und dann habe ich mir angeguckt, dachte, das sieht doch nicht so gut aus, wie ich eigentlich dachte. Aber dann hatte ich mich in meinem Kopf schon zu entschieden. Okay, wir haben Tight End Attack nicht drin, aber wir haben den Dive drin. Das heißt, ich komme im Tight End Attack raus und ich spiele den auch definitiv aus. Moment, ich muss mal bitte... Bei meinen Tight Ends bin ich immer verwirrt, weil ich ja bei dem Tight End Attack zum Beispiel häufig freien Platz habe, ne? Freie Fläche. Oh, das war Forelock Palms, hätte ich sogar noch ein bisschen besser mitnehmen können. Was kann OJ Howard... An Skillmoves meine ich jetzt, ne? Kann er irgendwas? Was soll ich da am besten machen? Trucking 77, nicht sonderlich gut. Elusiveness, Stiff Arm 80, I guess. Spin Move, Juke Move. Ah, es ist halt alles irgendwie ein bisschen... Hast du Jumping? Wo ist denn Jumping? Jumping ist weiter hinten, ne? Muss ich jetzt hier versuchen, mal Leute zu hurdeln? Ah, 74, auch nicht wirklich. Das Klügste, was ich machen kann, ist dann, wo halt wirklich ein Stiffarm war. Aber wenn jemand frontal auf einen zukommt, dann kannst du halt schlecht Stiffarm. Naja, mal gucken. Wenn die Linebacker kommen, habe ich Godwin. Godwin. Ah, kam nicht. Oh, danke, Controller. Ich wollte schon wieder sagen, danke, Controller, aber es ist nicht der Controller. Irgendwas ist merkwürdig, Mann. Das passiert mir immer phasenweise und dann doch nicht mehr. Schade, da hätte ich bestimmt noch 5 Yards oder sowas rausholen können. Wir laufen jetzt schon mal durch die Mitte. Mir macht der Safety links ein bisschen Angst. Oh, wow. 76 hat sich auch gedacht. Okay, entweder ich blocke hier ein End oder ich blocke den Safety, den DB. Na, dann mache ich halt lieber den DB. Hat den End laufen lassen. Oh, okay, mit bisschen Glück haben wir Godwin auf dem Safety. Dann ist es ein House Call. Da kann mir keiner erzählen, es ist kein House Call. Schade. Breaker! Oh, ich dachte, er kloppt sich noch rein. Schade. Okay, versuchen wir jetzt mal ein bisschen klug zu sein. Spielen Play-Action-Spot aus. Aber. Nee, Moment mal. Kommen die Linebacker alle? Die kommen ja nicht alle. Okay, wir haben R1 oder X. Yeah, da ist der Howard-Touchdown. Sein Linebacker geschlagen. Die anderen haben es nicht gecheckt. Und das Ding ist, ich hatte auch richtig viel Zeit. Eigentlich normalerweise, wenn du Pässe spielst an der Goal-Line gegen die Defense, selbst aus der Goal-Line-Offense, hast du immer einen, der frei durchkommt und dich umhaut. Und ich hatte schon wieder viel zu schnell passen gedrückt, dass er es quasi noch nicht genommen hat, weil die Animation vom Play-Action-Fake noch nicht durch war. Aber ich hatte Zeit, danach nochmal in Ruhe passen zu drücken. Also hey.
So, 14-7. Wir sind vor, wir kriegen den Ball nach der Hälfte. Plan läuft. Oh, Moment, machen wir mal so rum lieber. So, das ist jetzt halt nicht die klügste Situation, wenn wir Nelson da hinten in der Curl-Flight haben. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wer bin ich denn? Dann habe ich ganz am Ende gesehen, dass Nelson ganz rechts irgendwo rumgerannt ist und sich hingepackt hat. So, was ich jetzt machen könnte, ist halt Nelson hier rausnehmen und dafür Hudson reinpacken, wisst ihr? Und dann ist jetzt hier Hudson, der droppt. Das ist ein bisschen klüger, aber immer noch... Oh, ich muss flowen, Moment. Da hab ich mir ja schön ziehen lassen, ja. Dreck. Na gut, Tampa. Oh. Back-to-back. It's a rap, bro. Ich dachte, Carlton Davis kam ran. Ich dachte. Schade. Gun empty base, wir kommen mal mit Man. Ich nehme unten Drags und sowas weg. Okay, Viertel ist vorbei. Wir haben Patrick Mahomes in dem Viertel auf 25 Passing Yards gehalten. Oh, ich habe übrigens ein paar Strafensachen hochgestellt. Ein paar Flaggen. Allerdings nur welche, von denen ich das Gefühl habe, die kommen wirklich zu selten. Und ich habe die auch nur auf, ich glaube, 52 statt 50 gestellt. So, Defensive Pass Interference. Was? Starker Ball. Ganz, ganz starker Ball. Den hinteren habe ich gar nicht gesehen. Ich habe den vorderen In-Cut gesehen. Aber der war trotzdem. Der muss punktgenau da hinkommen. Kam er auch. Nächstes. Schade. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas gesagt, was ich wieder nicht zu Ende gesprochen habe, aber hey. Shit happens. Oh nein, ich hätte mit R1 tacklen müssen. Es ist Kelsey, hat vermutlich eh nichts gebracht. Aber White hat hier diese Superstar-Fähigkeit, die ich manchmal ein bisschen vergesse. Den Nickel auf die kurze Seite geholt. Freak mal ein bisschen, wir zeigen das durch. Ich bin auf Kelsey. Checkdown war weit offen, aber ich musste Kelsey carryen, weil ich Angst hatte. Ansonsten hätte er den einfach mit dem Inside Leap geworfen oder einfach so geworfen, wäre ein Touchdown gewesen in der Mitte zwischen meinen zwei tiefen Hälften. Ich werde manchmal gefragt, wie ich Sachen mache. Von wegen, wie man Shoeclock einstellt und sowas. Das Problem ist, meistens ist es Muscle Memory und ich denke gar nicht drüber nach, sondern es passiert einfach. Und wenn ich dann vor dem Kommentar sitze und das lese und dann, ja, wie mache ich das eigentlich? Also manchmal vergesse ich darauf zu antworten oder kann da gar nicht richtig drauf antworten. Aber falls jetzt jemand fragt, wie man das Tackle macht, dass man versucht, den Ball rauszureißen, das ist R1. Einfach statt mit X oder mit 4, einfach mit R1 tackeln. 41, was machst du eigentlich jetzt? Dummkopf. Jetzt bin ich an der 20. Bin extra noch schön stehen geblieben, damit ich nicht an meinen Blockern vorbeirenne. Screen. Der obligatorische Screen. Bisher hatten wir, glaube ich, nur gute Screens dieses Jahr. Der sieht auch schon wieder gut aus. Ja. Ey, die Jukes von Rogers sind so tödlich, ne? Das ist unglaublich. Unglaublich, sage ich euch. Was haben wir denn hier eigentlich Schickes drin alles? Wir haben einen White Layout. Immer gut. Mit ein bisschen Glück haben wir wieder Howard. Und er hält den fest, jawohl. Pass lead nach rechts, weil der Safety von links sich rübergeschoben hat, aber nicht rechtzeitig genug da war. Ey, Howard ist unsere gesamte Offense bis jetzt, ne? Spielen wir mal Double anders. Und ich schicke Godwin lang. Godwin? Ich sag immer Godwin, sorry. Oh, ich hab Ragger. Schade. Ragger nach dem Catch ist auch brutal gut. Ich muss sagen, ich bin offensiv echt richtig zufrieden. Ich habe selten mit dem Team gespielt. Off-Camera, On-Camera, was auch immer. Es offensiv mehr Spaß macht. Das ist echt richtig gut. Nein! Ich wollte zwischen dem und dem anderen Block durch. Mist. Okay, wir versuchen jetzt nochmal das, was wir vorhin in der Red Zone schon machen wollten, was ich ganz gerne in der Red Zone mache. Gerade natürlich gegen schlechte Linebacker.
Oh, jetzt ist wieder Walton auf dem Feld, Alter. Immer wenn ich was Cooles machen will, ist Walton auf dem Feld. Ich gönne Walton keinen Touchdown. Scotty Miller gönne ich einen Touchdown. Da ist er. Jawohl. Und ich sag's noch vorher. Hoffentlich 21 zu 10 gleich. Ja, 21 zu 10. 3,50 noch. Ich hätte ein bisschen mehr Zeit wegnehmen können, aber einen Drive hätten die so oder so noch hingekriegt. Ziel ist jetzt Stopp und dann Uhr runterspielen und Punkte mitnehmen. Also das Optimum, was ich mir vorstellen kann, ist jetzt relativ schnell einen Stopp kriegen innerhalb von, sage ich mal, 1,50. Dann die Uhr runterspielen und einen Touchdown rausnehmen natürlich. Das zweite Optimalste, was allerdings deutlich realistischer ist, ist Uhr komplett runterspielen und Field Goal mitnehmen. Reicht mir auch. Ganz Brad. Oh, seht ihr, jetzt habe ich zum Beispiel nicht aufgepasst und jetzt habe ich hier Hudson in der Rush-Rolle. Und Shaq Barrett in Coverage. Nope. Wieder Way. Alter. Oh. Hauptsache Damian Williams haut wieder Way um. Das möchte ich auch sehen. Deswegen ist es ein bisschen dumm, was ich gerade gesagt habe. Wir spielen Hardflats übrigens. Dass man Right Outside Linebacker und Left Outside Linebacker hat. Statt einfach einen Rush-Linebacker und einen Cover-Linebacker. Wie gesagt, in echt wäre es halt ein bisschen offensichtlich und du brauchst Leute, die beides ein bisschen können. Aber, mein Gott. Gun Empty Base Flex. So, wir kamen gerade durch ohne Blitz. Wir kommen jetzt durch mit Blitz. Lass es. Kelsey? Nee, ich habe Angst vor Kelsey. Boom. Wer kam durch? Shaq Barrett. Back to back. Let's go. Fünfter Sack im vierten Spiel. Geil. Das gefällt mir. So, das läuft bis jetzt ziemlich geil. Wir haben die unter 1,50 gestoppt. Wir kriegen jetzt den Ball wieder, können die Uhr runterspielen. Es sei denn, die fangen an, Timeouts zu nehmen. Den nehmen wir. Wir sind vor der 10. Und rechts ist alles offen. Oh, wieso bist du so schnell, du Penner? Ah, da musste ich einen Precision Juke nehmen, beziehungsweise musste ich nicht, aber ich habe mich gefühlt, als müsste ich. Der eine Trottel, der da so schnell noch kam, der hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Nee, Moment mal, das gefällt mir gar nicht. So, ist besser. Moment mal. Kriegen wir Godwin? Nope. Ah, zu weit. Ich habe den nach oben geführt, weil der Cornerback relativ nah dran war und drunter. Schade. Ey, die sind doch schon wieder in so einer... So was, ich laufe hier einfach trotzdem rein. Jetzt mal gucken. Oh. Keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin, aber geil. Wir haben ein neues First Down. Damit ist jetzt quasi die zweite Hälfte schon mal weg. Wie gesagt, jetzt sehen sie, fangen jetzt an, Timeouts für uns zu nehmen. Da wir aber mit 14 wäre das ein bisschen dusselig. Wenn die jetzt anfangen, Timeouts zu nehmen, weil die dann uns quasi nur helfen, mehr Zeit zu haben. Es sei denn, die haben Mad Confidence in ihre Defense. Was ich auch nicht so unbedingt haben würde nach dem Spielverlauf. Bisher zumindest. Play Action Post Shot, let's go. Wir haben Godwin auf dem Inside, beziehungsweise auf dem Crosser. Rager Inside Post, Perriman außen. Perriman werfe ich vermutlich sowieso nicht an. Ja, ich hatte Angst vor dem Matthew-Hit, deswegen habe ich einen Possession Catch gemacht. Aber Godwin ist ja nicht umsonst unser Nummer 1 Receiver. Wir waren out of bounds. Damn. Egal. Alter, Moment mal kurz. Wir brauchen eventuell nicht mal das Double Team von Guard und Center am zweiten Level. Wenn Godwin reinkommt und direkt den Linebacker kickt, ich weiß nicht. Nope. Ah. Das meine ich. Der ist auf den Safety gegangen, statt auf den Linebacker. Und ich weiß nicht, ob es da jetzt was gebracht hätte, wenn ich den Mike ID'd hätte, wisst ihr? Gott sei Dank ist der so schnell. Der war nicht gut geworfen, da hat James nicht perfekt Schwung hintergekriegt. 1000 Passing Yards, damn! Und wir sind in der ersten Hälfte. Let's go! Have a day, James Winston. OJ Howard, have a touchdown? Oh ja.
Oh ja, seht ihr, wenn das ein besserer Linebacker ist, kann ich das nicht werfen. Ein besserer Linebacker, der hat ja Richtung Ball geguckt, dreht sich um und fängt den Ball oder wehrt ihn ab von mir aus. Dadurch, dass ich weiß, dass die keine guten Linebacker haben, wusste ich, dass ich den mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an den Mann bringe. Ja, jetzt ist noch eine Minute. Schade, da hätte ich ein bisschen mehr Zeit runternehmen müssen, aber egal, ich nehme den Touchdown. Ja, OJ Howard hat 2 Touchdowns, Rojo hat 2. Ne, Moment mal, Rojo hat nur 1. Den anderen hat der Scotty Miller. Aber trotzdem auch gut Yards. Der gute Ronald Jones. Also meine Prognose damit, dass die ein gutes Spiel haben werden, geht schon mal auf. Wir müssen nur wirklich aufpassen, dass wir jetzt defensiv... Oh, Man gegen Bunch. Danke, nein. Dass wir jetzt nicht defensiv komplett einknicken und einen richtig schnellen, unnötigen Touchdown kriegen. Bam! Oh. Ich habe so geträumt, dass er gerade runterkommt, McKinney. Bam! Mit der Schulter rein, aber... Tackle, Edwards, starkes Tackle. Starkes Tackle. Schön noch zurückgedriven. Wir haben niemanden auf dem Running Back, das akzeptiere ich. Ja. Edwards, hab dich gerade noch gelobt und jetzt lässt sich hier so kaputt machen von Mikko Hardman. Okay, 44 Sekunden. Das geht mir gerade deutlich zu einfach, das gefällt mir überhaupt nicht. Bam! Bam! Oh. Mann! Aber inbounds. Nehme ich jetzt den Timeout? Nee, ist auch Kuschel. Wieso no huddle? Was ist hier los? Ah! Haben die jetzt nur... Ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Oh, Davis! Oh, ich habe nicht schnell genug umgeschaltet. Ich glaube, wenn ich da schnell genug umschalte... Ist doch geil, dass er oben mir schon 3-4 Ort hinschreibt, obwohl wir gar nicht im 3-4 Ort sind, sondern im Nickel, aber hey. Aber wenn ich da schneller umgeschaltet hätte, ne? Ich glaube, es hätte ein Pick sein können. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt Tiefe kriege. Das wäre ein bisschen doof, wenn die jetzt einen Touchdown kriegen, wie ich halt schon 2 habe. Wenn er jetzt hier reinkommt zum Beispiel, kommt er nicht. Alle gehen nach außen. Das wäre kritisch gewesen jetzt. Wenn da nicht noch einer gewesen wäre, wäre das höchstwahrscheinlich ein Touchdown gewesen. Ey, guck mal, das ist doch wirklich einfach nur schlechtes Spiel-IQ. Schlechter Spiel-IQ. Es sei denn, es kommt der Touchdown. Aber nehmt auch eure Punkte mit, geht wieder auf den Two-Possession-Game und geht in die Halbzeit. Warum jetzt hier wieder Risiko eingehen, vor der Endzone getackelt zu werden? So zum Beispiel. Und keinen Field Goal mehr reinzubringen. Dummheit, wir sehen uns in der nächsten Hälfte. So we reach halftime in what's been a fairly one-sided game so far. As we send you down to Orlando, where Jonathan Coachman has our EA Sports Halftime Report. Coach! All right, Brandon, we'll get back to you guys in a bit. But first, time for a trip around the league on this final weekend of September. We'll get started over at the Mercedes-Benz Superdome in New Orleans, where it was the visiting Panthers who were able to come in and get one on the road. Sehr geil. Cam Newton. Leading the way in the victory with 3 touchdown passes. From there, we fly north to Cleveland to check on the Browns at home at First Energy Stadium. And they've got the lead in their ball game over the visiting Cincinnati Bengals. Baker Mayfield with a couple of touchdown passes. Lastly, we head to Gillette Stadium in Foxborough to check on the Patriots. And it's the visiting LA Chargers who are out in front. Travis Benjamin, a touchdown reception. In our game has been Jameis Winston, who's been on target in the first half. His 3 touchdown passes have his guys out in front. As we hand things back over to Brandon Godden and Charles Davis. Und zu mir auch. Paar Sachen. Erstens, die Bengals mit Joe Burrow sind direkt erstmal 3-0. Das ist cool. Weil ich immer cool finde, wenn Rookies direkt gut sind. Zumindest, wenn es keine Packers oder Vikings oder Bears Rookies sind. Zweitens, spielt Brady noch. Drittens, beinahe. Drittens ist Bridgewater bei den Chargers und die führen gegen die Patriots, das ist cool. Und das für uns vermutlich Beste ist, dass die Panthers und Saints sich gerade ein bisschen die Siege wegnehmen. Also Saints waren ja vorher am nächsten an uns dran, sage ich mal. Und jetzt gewinnen die Panthers gegen die. Das ist stark.
time just working with them on. Here's what we think they're going to do to him. Oh man, Alter. Wirklich, unser Left Tackle im Run Blocking ist ein kompletter Versager. Kompletter Versager. Laufen wir direkt erstmal von seiner Seite weg hier. Und es bringt trotzdem nichts. Aber das ist gute Defense. Da kann ich nichts gegen sagen. Beziehungsweise auch schlecht von mir, beides. So, wir haben doch Tights und wir haben Buck Seams. Das ist geil. Ey, ey, gebt mir nicht wieder O.J. Howard über die Mitte. Wir haben das ganze Spiel, den ganzen Tag über benutzt. Okay, machen wir auch nicht. Ah, das wäre auch eh ein ziemlicher Jameis Winston-Dummwurf gewesen. Da muss ich beinahe sogar dankbar sein. Ich wollte die Slot-Corner links anwerfen. Die wäre höchstwahrscheinlich nicht gekommen. Also es wäre ein Jump-Ball gewesen, aber... So, wehe, der springt jetzt wieder in die Endzone. Ich mache extra Backspin. Bei meinem Glück kommt er jetzt an der 1 auf und springt bis an die 39 oder so. Oder so. Starkes Tackle, Jamal Dean. Danke. Der war wichtig. Retrospektiv hätte ich den vermutlich auch lieber aus der Endzone rauskicken sollen, aber hey. Gib mir BAM! Nicht BAM. BAM! Ah. Devin White hat den Lineman weggebammt und dann kam noch Keule Levante David rein und hat den anderen Dude weggebammt. Ach komm. Ach komm. Das war ja der softeste Tackle-Versuch, den ich je gesehen habe, Devin White. Da habe ich extra mal gesagt, okay, ich bin nicht dumm. Ich versuche jetzt schön reinzugehen mit einem sicheren Form-Tackle, damit mir hier kein Quatsch passiert. Und was passiert mir? Quatsch. Die denken sich, weil es so schön war, gleich nochmal. Und eine dicke Face-Mask nach oben drauf. Damn it. Ist okay, Levante David. Wir haben dich trotzdem lieb. Ich sag ja nur, wir haben gerade mit dir verlängert. Manu, wenn du sowas machen willst, hey, be my guest. So, Kelsey. Bam, bam, oh, bam. Oh, Mann, Alter, meine Bams sitzen nicht heute. Meine Bams gehen alle ins Nichts, aber irgendwann treffe ich einen und dann wird's cool. Irgendwann treffe ich einen. Nickel Dog. Nickel rechts. Ich bleib mal auf der Running Back und Tight End Seite. Nö. Shaq Barrett. Shaq Barrett macht ein starkes Spiel. Er macht eine starke Saison, aber auch gerade heute. Ja. Oh ja. Oh ja. Obwohl. Ist das wirklich. Oh ja. Oh damn. Levante David, Alter. Straf dich, wir haben den neuen Vertrag gegeben. Okay, wir gehen in Nickel Normal Cover to Sink. Ich glaube, ich spiele Hard Flats. Ach ja. Starker Pass, ganz, ganz starker Pass. Den hätte ich, glaube ich, das hätte ich nicht mal mit Soft Squats verteidigen können, weil unten noch einer war. Stark. Das war einfach nur ein super starker Pass, muss man sagen. Ey, der war drin. Der war drin. Der war 100% drin. Da gucke ich mir gar nicht erst ein Replay an. Ja. Oh, schade. Und jetzt ist Travis Kelce in der Zone. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Aber die Tight End Fähigkeiten haben mich noch nie so wirklich begeistert. Die Tight End Zone Dinger. Außer die von... Hat Kittle irgendwas Cooles? Ich weiß, dass es Superstar-Fähigkeiten gibt, die ich geil finde. Route to Practice zum Beispiel ist cool. Aber dieses mit einfach nur Bälle sicherer fangen und so, das ist alles ein bisschen langweilig. Ah, sieht so aus, als wären die Bengals nach der Woche nicht mehr umgeschlagen. Oh. Hat Rager sich noch eingefangen am Ende. Okay, aber 24 Yards pro Return nehme ich. Wir versuchen mal nochmal den Cross-Dragger hier reinzubringen. Ich schicke Howard wieder über die Mitte. Wenn nicht, habe ich Perryman runter. Oder? Oh, Jameis. Ah, Jameis! Zweites Mal heute. Dreck.
Ey, die stellen sich immer, wenn ich den Lauf nehmen will, stellen die sich so dreckig wide auf, Alter. Weil ich hier auch keinen Dive drin habe, bringt mir das nicht wirklich was. Weil ich nicht einfach entspannt in einen Dive Audible kann, meine 4-5 Yards mitnehmen kann. Das ist alles ein bisschen doof. Guck mal, das kann ja nun nicht euer Ernst sein. Das kann ja nun nicht euer Ernst sein, oder? Ja. Habe ich es mir doch gedacht. Und hurry up. Und den Spielzug, den ich eigentlich zuerst spielen wollte. Oh, Moment mal. Oh, Moment mal. Erstmal, warum geht da keiner mit? Zweitens, es könnte mein Matchup sein. Ah. Oh Mann, was soll denn der Müll? Ich hasse das. Dreckiges Mistspiel, Alter. Kriegt euch mal unter Kontrolle. Sein Bullshit. Ah. So ein Quatsch, wirklich. Und glaub mir, es ist nicht mein Controller. So, wir sind in Field Goal Range, wir sind 11 Punkte vorne. Field Goal würde uns logischerweise zwei Touchdowns vorbringen. Nice. Mark Walton mit seinem ersten Lauf. So. Ist immer noch Walton drin. Kommen wir von der 4 schon mal einen Power versuchen? Warum nicht? Warum nicht? Wenn er wieder so geblockt wird wie vorhin, dann... Oder so halt zum Beispiel. Mark Walton mit einem Touchdown. Von mir aus. Von mir aus. Soll er haben. Wir haben wieder 35 Punkte und wir sind noch im dritten Viertel. Unsere Offense ist unaufhaltbar. Wir haben nicht mal Turnover defensiv heute. Badam, trotzdem 35 Punkte. Halt auch 17 zugelassen, aber wenn man 35 macht, dann kann man auch mal 17 zulassen. Ich hätte doch schon eine Two-Clock gehen können, nicht im Kopf. Buffalo auch noch ungeschlagen, sehe ich gerade, 3-0. Aber als wir die Franchise angefangen haben, müsste Buffalo auch schon echt gut bewertet gewesen sein, deswegen... Das ist okay. Atlanta nach wie vor ohne Sieg, ist klar. Ja, über 100 Yards ist auch gut. Der hat eigentlich voll den schlechten Tag. Der hatte nur zufällig diesen einen langen Lauf. Mehr hat er gar nicht. Oh, ich wollte umschalten auf 33. Ich habe mich nicht gelassen. Dammit! Na gut. Seht ihr, jetzt spiele ich halt die ganze Zeit mit Kalik Hudson. Für den Spielzug ist es auch doof. Was ist denn hier schon wieder los? Der macht irgendwelche komplett unnötigen Skill-Moves. Alle meine Dudes rennen in verschiedene Richtungen. Gleicher Spielzug noch. Ah, ich habe schon wieder vergessen, ey. Ich habe wirklich, ich habe es gerade noch gesagt, ja. Ich komme rechte, ey. Ist mir egal, was meine Verantwortung ist. Nope, ich komme nicht rechte, ey. Oh. Ey, Alter, Damien Williams bricht wirklich Tackles, wo er überhaupt kein Momentum hat, keinen Schwung, kein gar nichts. Und der bricht die, als würde er gerade mit 800 km/h angerannt kommen. Mit 10 Meter Anlauf. Oh, schade. Murphy Bunting war da, aber leider ein Ticken zu spät. Ein Ticken zu spät. So, das reicht mir jetzt hier erstmal mit der ganzen Softigkeit. Ja, es kommt rein und wir gehen außerdem auch im Bär. Also hätte ich das eigentlich lassen können, aber egal. Barrett! Was chillst du da innen? Wir haben McKinney auf dem Blitz, das ist schon mal gut. Und wir haben alle gecovert. Wenn es jetzt ein Slant ist, ist es halt vorbei. Rechts. Ist keine Slant. McKinney kam durch. Nein, kam er nicht. Doch, McKinney kam durch. Geil. Nice. Dritter und 11. McKinney auch. Starke Saison bisher. Letzte Woche zwischendurch, glaube ich, ein bisschen gestruggelt, aber auch nicht wirklich. Ich habe ein bisschen Angst vor Kelsey, aber wenigstens ist er nicht mehr... Oh, was? Was?
An der 49, 3. und 11. Draw? Was ist los? Das ist ja mal überhaupt nicht Chiefs. Oh, die Cardinals sind reingekommen. Oh, die spielen aus. Dann ergibt der Draw natürlich auch ein bisschen mehr Sinn. Ich muss versuchen, ihn nach außen zu kriegen und dann gleichzeitig. Oh, was? Was? Oh, Murphy, Alter. Da wurde Murphy Bunting gerade ein bisschen genommen. Der war nämlich eigentlich in super Position und haben dann halt einfach den Ball weggenommen. Gimme, ey, gimme, ey, gimme, ey, gimme, ey, gimme, ey. Komm. Ja. Oh, was? Ey, ich hasse das so, wie dieses Momentum einfach rausgenommen wird. Gefühlt, wenn du einen Hitstick schmeißt, musst du schon genau neben dem Gegner stehen und dann den Hitstick schmeißen. Weil die einfach, sobald du Hitstick drückst, immer stehen bleiben. Right, geil. Hey. Damon Williams nervt mich echt ziemlich. Ich meine, bei dem Lauf, den hätte jeder hinkriegen sollen, aber jetzt gerade. Die könnten laufen, wenn die sowieso wieder ausspielen wollen, aber ich wüsste, also ich würde es nicht machen. Alter, habt ihr gesehen, wie der vor mich geglitscht ist? Ich habe nämlich, ich war genau für diese Route war ich da. Das war vermutlich wegen irgendeiner Superstar-Fähigkeit oder so ein Shit, aber das sah merkwürdig aus, oder? Das war jetzt, das lag jetzt nicht nur an mir. Ja, ja, ja. Ja, seht ihr, wer sich auf einmal viel schneller bewegt? So, ich versuche mal ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit drauf zu drücken. Bam. Whip. Stark. Schade. Ich finde sowas aber ein bisschen doof, wenn man das gegen den User macht, weil ich halt als. Also ich stehe ja da aus einem Grund so, ne? Aber. Irgendwas musst du machen. Ja. Hatte. Das könnte Geburt reviewed sein. Weil ich nicht weiß, ob er den linken Fuß schon unten hatte. Also das würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken als Ref. Aber die scheinbar nicht. Take it. Ey, Alter. Was? 74? Du bist mein bester O-Liner. Okay, mein zweitbester O-Liner jetzt. Was war das denn? Was war das denn? Ah ja. Double Team ins zweite Level arbeiten, bis das Double Team vorbei ist. Huch! Ist das zweite Level schon einmal vorbei. Aber gut, das war tatsächlich realistischer, als es ursprünglich für mich aussah. Ist okay. Da habe ich mich zu früh beschwert. Kriegen wir Braid vielleicht jetzt hier, ist die Frage. Oh ja. Oh nein. Ich hätte in Scramble-Modus gehen müssen früher. So, Match, damn. Okay. Computertastatur-Shot. Godwin, mach mal was. Aber da ist der dumme Safety. Und Howard, mach du mal was. Howard macht was. Howard macht was! Howard hat ein dickes Spiel. Ey, dafür, dass wir schon über 200 Yards in der ersten Hälfte hatten, haben wir im zweiten Durchgang echt wenig gemacht bisher, wa? Oh, die stehen nicht wide. Okay, good night. Den spiele ich jetzt sogar aus vorm Tunnel ohne. Ey, Mann, was ist mit meinem Run-Blocking los heute? Der war keine Sekunde, keine Zehntelsekunde war der dran. Tut mir voll leid, dass ich gerade nochmal so oft in die Wiederholung gehe, aber da muss ich jetzt auch wieder wissen, wer das war. Ah, ja, Jalen Reagor. Okay. Schade, Alter. Da hätte ich. Oh, ich hätte nur 21 gehabt. Oh, der Block hinten. Godwin hat den nach innen gekriegt. Jalen Reagor hat seinen zweiten nach innen gekriegt. Oh, schade. Damn it. Na gut, gehen wir mal irgendeine komische Formation rein. Flip Trips zum Beispiel. Slot Try, warum nicht? Reagor durch die Mitte. Die haben mir die Mitte so oft gegeben heute. Wenn wir die Mitte. Wenn er mir die Mitte wegnimmt, dann werfe ich vermutlich einfach auf Godwin. Schön, wie die Defense wieder motion, bevor die Offense irgendwas macht. Oh, Moment mal. Come on. Yes! Oh, Reagor, schade. Geiler Wurf von Jameis Winston.
Extrem geiler Wurf. Oh, die nehmen schon überhaupt keine Timeouts mehr. Cool, dann müssen wir ja gar nicht großartig mehr was machen. Oh Mann, ey. Rojo, das ist wieder wie Woche 1, wisst ihr noch? Wo er einfach immer den Ball gekriegt hat und direkt danach getackelt wurde. Was soll man denn da machen als Running Back? Das fühlt sich an wie Saquon Barkley oder wie Lions Running Back vor diesem Jahr. Jetzt verhauen die sogar schon Blocks auf DBs. Die mögen alle Rojo nicht mehr, habe ich das Gefühl. Machen wir noch was? Ja, wir geben ihm noch einen Lauf jetzt. Wenn die mir noch lassen, ja. Ein Lauf gegen eine 5-Mann-Box. Krieg ich dich raus, ne? Ja, wenigstens noch mal ein paar positive Yards. Ist okay. 16 für 70. Immer noch ein positiver Durchschnitt. Über 4 pro Lauf. Dazu der Touchdown geht schon klar. Und wir haben halt gewonnen, ne? Das ist ja das Wichtigste. Meine Nase juckt voll. Aua. Geil. Oh, stimmt. In Arrowhead auch noch. Mein gefühlt erstes Auswärtsspiel diese Saison. Howard mit einem dicken Spiel. Jane Rager hatte, glaube ich, auch ein relativ dickes Spiel. Jameis Winston müsste nah am perfekten Passer-Rating sein. Über 100 Rushing Yards am Ende. Über 300 Passing Yards. Ein Takeaway. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Wir überspringen. Machen die Kommentatoren stumm. Oh ja, perfektes Passer-Rating. Ich glaube, zweites Mal diese Saison für Jameis Winston. So sehr ich mich eben beschwert habe über die Run-Protection, die Pass-Protection ist echt richtig geil dieses Jahr, muss ich sagen. Das gefällt mir echt richtig gut. So, Rushing. Ihr seht, 4-3. Damien Williams, wenn du die 75 wegnimmst, dann sind es 11 für Paar 30, glaube ich, Paar 40. Es ist eine Durchschnittsperformance, ist jetzt nicht sonderlich krass. Ward mit seinen 2 Läufen und Darrell Williams, so dumm wie man zweimal einfach D. Williams als Running Back haben kann, Frechheit ist das. Receiving Yards, 148 für O.J. Howard, 7 Receptions, sehr stark. 3 Receptions für 100 Yards für Jalen Reagor, 2 Touchdowns noch dazu bei O.J. Howard. Kelce mit einem starken Spiel, auch 7 Receptions, halt deutlich weniger Yards, aber auch der Touchdown dran am Ende. Haben in 81, Rojo nochmal 57 dazu. Geil, also insgesamt über 100 Yards. Godwin leider nur 1 für 26, den kriege ich echt nicht so gut rein, wie ich ihn gerne drin hätte. Aber der Catch war sehr, sehr wichtig. Scotty Miller natürlich mit dem Touchdown, mit seinem einen Catch. Das läuft auch defensiv. Gucken wir uns mal die Sacks an. 2 für Shaq Barrett, 1 für McKinley und 1 für Brandon Speaks. Das war der, wo ich den ganz langen Ball noch werfen wollte, der dann dumm gewesen wäre tatsächlich noch. Devin White mit der Interception. Force Fumbles und sowas hatten wir nicht. Tackles for Loss, Damien Wilson 2. Also da haben die generell viel. Das ist schon echt traurig. Wir haben kein einziges Tackle for Loss. Die haben 2, 3, 4, 5, 6. 6 Tackles for Loss. Und ich kann euch sagen, die waren alle auf Rojo. Unglaublich. Na gut, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, wie immer. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, wenn ihr neu hier seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, wie es dann weitergeht. Ich bin mir sicher, wir werden auch noch in manchen Spielen strugglen. Dann abonniert einfach. Wir sind ungefähr 200 weg von oder 180 weg oder sowas von den 10.000 Abonnenten. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.